Heute geht es um ein Manöver, das dir als routinierte Autofahrerin oder als routinierter Autofahrer später einmal überhaupt keine Probleme machen wird. Aber wir haben dabei schon Probleme in der Fahrschulausbildung und natürlich auch bei der Führerscheinprüfung, nämlich das Fahren auf der Autobahn. Und das schauen wir uns heute an. Das Fahren auf der Autobahn macht eigentlich nie Probleme. Das Problem, was wir oft haben, ist das Auf- bzw. Abfahren von der Autobahn. Beim Auffahren fährst du ja auf diese Autobahnauffahrt, da hast du auch das Verkehrszeichen Autobahn und ab diesem Verkehrszeichen darf man eigentlich 130 km/h fahren. Jetzt muss man das Tempo natürlich der Autobahnauffahrt anpassen. Und es wird Autobahnauffahrten geben, die lange gerade sind, da kannst du vielleicht auch schon wirklich 130 fahren. Oder es gibt Autobahnauffahrten mit vielen Kurven. Wenn du dir nicht sicher bist, wie schnell du eine Autobahnauf- oder Ausfahrt dann auch fahren darfst, da gibt es eine Richtgeschwindigkeit. Das ist bitte ein Daumen mal Pi-Wert, der ist nirgendwo gesetzlich geregelt. Das ist einfach ein Tipp, den wir immer geben, fahrt diese Autobahnauf- oder Ausfahrten, wenn ihr sie nicht kennt, nicht schneller als 50 km/h. Aber wie gesagt, das ist ein Daumen mal Pi-Wert, der ist nirgendwo gesetzlich vorgeschrieben. Theoretisch dürften wir, wie gesagt, 130 fahren. Und auf diesem Beschleunigungsstreifen sollten wir dann auch beschleunigen. Beschleunigen tut man, indem man Gas gibt. Ja, ist eigentlich logisch. Aber ich sehe auch das oft bei den Fahrstunden, dass dann gleich einmal ein Gang hochgeschalten wird oder vielleicht sogar zwei Gänge hochgeschalten wird, weil man muss ja schnell fahren. Aber das ist ein Irrglaube. Du musst dir vorstellen, je niedriger der Gang, desto mehr Kraft hast du. Im Normalfall wird man die Autobahnauffahrt mit dem dritten Gang fahren. Wir haben in der Fahrschule gesagt, und auch das bitte ist ein Daumen mal Pi-Wert, der ist nicht nirgendwo festgeschrieben, das ist nur eine Empfehlung von uns, fährt man bis zu 60 km/h mit dem dritten Gang. Wenn man jetzt auf diesen Beschleunigungsstreifen kommt, dann sollte man ein bisschen mehr Gas geben. Und unsere Empfehlung ist, da so 70, 75, vielleicht sogar 80 km/h mit dem dritten Gang zu fahren. Am Beginn des Beschleunigungsstreifens sollte man aber schon beobachten, was denn für ein Verkehr auf der Autobahn herrscht. Da kann man dann schon oft einschätzen, okay, wird sich das ausgehen, wie viel Gas muss ich geben, wie lange muss ich auf diesem Beschleunigungsstreifen fahren. Auch da gibt es wieder eine Regelung in Österreich, die sagt, Daumen mal Pi, man sollte erst ab 80 bis 100 km/h vom Beschleunigungsstreifen auf den ersten Fahrstreifen wechseln. Das heißt, ich muss mit dem dritten einmal Gas geben, bei 80 in die vierte schalten, weiter Gas geben, noch einmal beobachten, was für ein Verkehr auf der Autobahn ist und dann erst vom Beschleunigungsstreifen auf den ersten Fahrstreifen wechseln. Wir haben am Beginn des Beschleunigungsstreifens ein Vorangebenzeichen. Das heißt, es gilt kein Reißverschlusssystem, sondern wir müssen dem Verkehr, der schon auf der Autobahn ist, Vorrang geben. Jetzt kann es passieren, und das ist eine Frage, die wir oft bekommen, ich schaffe es nicht, vom Beschleunigungsstreifen auf den ersten Fahrstreifen zu fahren. Wir haben das mit vielen Menschen diskutiert, mit Führerscheinprüfern, mit Experten, und wir sind leider Gottes dann zu keinem eindeutigen Ergebnis gekommen. Wir haben jetzt Folgendes gemacht. Wir haben dann das Ministerium in Österreich angeschrieben und haben gesagt, wie schaut es denn rechtlich aus? Wir haben da eine Antwort bekommen, dankenswerterweise, die besagt, naja, theoretisch müsste ich am Ende des Beschleunigungsstreifens dann anhalten. Ich darf den Bahnenstreifen in Österreich nicht zum Auffahren auf die Autobahn benutzen. Dass das natürlich ein gefährliches Manöver ist, muss uns allen klar sein. Weil stell dir vor, du würdest dann eine Vollbremsung machen auf dem Beschleunigungsstreifen, also am Ende des Beschleunigungsstreifens. Hinter dir fährt ein Auto nach, der auch auf die Autobahn will. Du machst vorne eine Vollbremsung, damit rechnet der nicht. Das kann zu wirklich gefährlichen Situationen kommen. Viele unserer Führerscheinprüfer, der ADAC in Deutschland, auch der Fahrlehrerverband in Deutschland, sagt, es ist nicht rechtens, aber es wäre gescheiter, auf dem Bahnenstreifen weiterzufahren. Man muss nur wissen, es ist nicht erlaubt. Ja, man würde das illegal machen, aber aufgrund der Sicherheit wäre es gescheiter. Ja? Ich glaube auch, dass unsere Prüfer das so sehen werden, dass man am Bahnenstreifen dann ein bisschen weiterfährt. Allerdings nur, wenn man vorher ordentlich Gas gegeben hat. Das ist Voraussetzung. Ich kann dir aber auch beruhigen, also wir haben in der Realität und natürlich auch bei Fahrstunden meistens nicht das Problem, wenn wir ordentlich Gas geben auf diesem Beschleunigungsstreifen, dass wir dann vorne auch rauskommen. Das Fahren auf der Autobahn ist an und für sich kein Problem.
Man darf in Österreich 130 km/h fahren, aber man muss zumindest 100 km/h fahren. So steht es im Prüferhandbuch. Wir haben dir hier auch ein Video verlinkt, wo es um die Fahrgeschwindigkeiten geht, wo du eben erfährst, wie schnell bzw. wie langsam du maximal fahren darfst, damit es bei der Prüfung kein Problem gibt. Was immer wieder natürlich problematisch ist, ist der Abstand. Wenn man zum Beispiel ein Auto nicht überholen kann oder wenn man knapp vor einer Ausfahrt ist und man möchte ein Auto nicht mehr überholen, wenn man dann von der Autobahn runterfährt, meistens ein LKW, dann passiert es sehr oft, dass man relativ knapp auf das Auto auffährt. Da muss man einfach im Hinterkopf haben, okay, ich muss auf der Autobahn mindestens 3 Sekunden Sicherheitsabstand einhalten. Wenn ich unter 100 km/h bin, mindestens 2 Sekunden. Das wäre also das absolute Minimum. Nehmen wir die Situation an, du hast vor dir einen LKW, es kommt die Autobahnausfahrt, du möchtest den nicht mehr überholen. Der LKW fährt so 80, 85 km/h auf der Autobahn. Man fährt hinten nach und dann fährt man natürlich nicht 100 km/h. Das ist die Mindestgeschwindigkeit. Das kann man dann aber bei der Prüfung natürlich auch dem Prüfer mitteilen. Du darfst auch mit dem Prüfer reden und sagen, okay, den LKW kann ich jetzt nicht mehr überholen. Ich bleibe dahinter, habe jetzt keine 100 km/h, fahre halt nur 80 km/h. Es wird auf der Autobahn das eine oder andere Mal vorkommen, dass man überholen muss, einen LKW oder ein langsam vor uns fahrendes Fahrzeug. Wenn man überholen muss, dann ist es wichtig, dass man rechtzeitig diesen 3S-Blick macht, um zu überprüfen, ob wir selbst nicht überholt werden, und dann rechtzeitig den Fahrstreifen wechseln. Was wir oft in den Fahrstunden sehen, ist, dass viele Herrschaften viel zu lange warten, bis sie den Fahrstreifen wechseln. Also, dass man schon zu knapp drauf ist auf dem Fahrzeug, dass man auch diesen Mindestabstand nicht einhält und dann eben zu spät auf den Überholstreifen wechselt. Auf dem Überholstreifen ist es dann wichtig, dass man Gas gibt. Wir müssen ja schneller fahren als das Fahrzeug, das wir überholen wollen, und deshalb wirklich ordentlich ins Gas steigen. Wenn du das Fahrzeug dann im Innenspiegel siehst, das du überholt hast, dann kannst du den rechten Blinker setzen, dich überzeugen, dass rechts von dir kein Auto ist, und dann wechselt man wieder auf den ersten Fahrstreifen, das heißt diesen Hauptfahrstreifen her. Man darf nicht zu lange auf dem linken Fahrstreifen bleiben. Auch da ist immer die Frage, es fahren zwei LKW in einem geringen Abstand hintereinander. Muss ich mich jetzt zwischen diesen beiden LKW einordnen? Nein, muss man nicht. Wenn man ordentlich Gas gegeben hat, dann darf man auch zwei LKW auf einmal überholen. Beim Ausfahren von der Autobahn wäre es wichtig, dass man das Tempo auf der Autobahn beibehält, also nicht auf der Autobahn schon bremst. Wenn die Bodenmarkierungen kommen, also diese Pfeile, dann würde man den rechten Blinker setzen, man hält das Tempo noch, bleibt immer gleich schnell, wechselt dann auf diesen Verzögerungsstreifen her und dort darf man dann bremsen. Einerseits bremsen und das zweite wäre dann zurückschalten, und normalerweise fährt man ja auf der Autobahn mit dem 6. Gang. Es wäre dann gescheit, gleich direkt auf den 3. Gang zu schalten. 3. Gang ist gerade vorne. Kupplung wieder langsam auslassen und immer weiter dazu bremsen. Wenn dir eine Frage auf der Zunge brennt, einfach her damit. Bis dahin, bis zur nächsten Folge, bleib uns treu und schön rechts fahren.